Vier tanzende Flamingos trafen sich, wie jedes Jahr, zu einer großen Feier, um den besten Tänzer unter ihnen zu küren. Dazu spielten sie ein Spiel, in dem jeder Flamingo seine Tanzkünste unter Beweis stellen sollte, indem er den Einbeintanz perfektionierte. Da die gemeinen Flamingos sich immer gegenseitig auf die Flügel schlugen, um die Konkurrenten auszuschalten, nannten sie das Spiel Ninja. Doch Ninja reichte ihnen nicht. Es war einfach nicht brutal genug. Und deshalb wollten sie einen Schritt weiter gehen und gegen ihre Konkurrenten ihre Geheimwaffe einsetzen. Ihre Geheimwaffe war ein 3 Meter großes Pupskissen, das sich in einen Roboter verwandeln konnte. Da aus dem Pupskissen-Roboter die Luft raus war, mussten sie sich andersweitig behelfen. Sie fingen an, ihn selbst wieder aufzublasen. Und Stück für Stück hauchten sie ihn wieder Leben ein. Dass ihnen das Blasen gefiel, sah man an ihren Gesichtsausdrücken. Es tat doch überhaupt nicht mehr weh, denn jedes Kind weiß ja, dass Pusten Wunden heilen kann.